Herzlich willkommen! Wir haben wieder gestartet. Alex ist hinter mir, die kleine Süßmaus. Marki auch da? Einen wunderschönen guten Tag. Ja, Marki auch da. Nennen wir diese Tour einfach die Technikpanne. Ich will ganz schön viele Tourmotorräder da vor uns. Ja. Ich sehe kaum Sportler. Ist da überhaupt eine dabei? Oh, ein schöner See. Ui, das ist ja herrlich. Ui, so ein toller See. Da muss man ja schon fast die Aussicht genießen. Aber wir fahren jetzt erstmal zum Motorrad abwaschen, damit unser Motorrad nicht komplett verkratzt wird, sage ich mal. Weil gestern die Abfahrt im Regen war eine Katastrophe. Ja, Benni hat bei der Geschwindigkeit gerade schon wieder richtig Spaß. Die Kopfbewegungen sind immer so vielsagend bei ihm. Er fährt bei dem ersten Gang. Hier ist das eine geführte Tour oder weil der hinten mit Warnweste fährt? Könnte sein, oder? Hallo, ich bin wieder da. Hallo, was hast du jetzt gemacht? Alex. Für den Schnitt, für dich. Passive Mitten, Alter. So schaut's aus. Also innerhalb weniger Minuten ist sehr viel passiert. Ich glaube, wir haben das jetzt nicht aufgenommen, denke ich mal. Außer Alex hat da irgendwie draufgehalten. Aber ich erzähle gerne noch einmal aus meiner Perspektive, wenn nicht Alex schon selber davon gesprochen hat. Also, wir waschen. Gar kein Thema. Mein Sehner geht nicht mehr. Auch gut. Okay. Echt dämlich. Passiert. Ja, jetzt geht's ab und zu mal wieder. Irgendwie schätzen wir mal, entweder die Kontakte sind am Arsch oder... Dann sind wir beim kurzen Motorradabwasch einmal, weil es jetzt wieder schön sauber und clean ist. So, dann wollte ich meine Schlüssel nach dem Waschen wieder reinsetzen. Fällt er mir aus der Hand. In das Abwasch. Also in den Überlaufschutz sozusagen. Junge. Gottlos. Das war wieder so scheiße knapp. Digga, also es ist reingeflogen. Wir haben das Gitter hochgehoben. Alex und ich haben es durchgewühlt, den Schlamm da drin. Zum Glück war es nicht allzu tief. Ja, haben wir zum Glück wieder gefunden. Aber das heißt sozusagen, wir müssen echt hart aufpassen, dass nichts weiter passiert. Denn wie ihr wisst, alle guten Dinge sind drei oder so ähnlich. Und naja, schauen wir mal. Nicht. Nennen wir diese Tour einfach die Technikpanne. Die Techniktour. Wie findest du unsere Freunde vor uns? Langsam. Und es ist geil, wie Benni sich schon wieder Italienisch aufregt. Franculo! Das ist echt genial, Benni zu beobachten bei solchen Situationen. Jedenfalls.
Jedenfalls sind wir alle jetzt wach, sehr wach und ready to rumble, würde ich mal behaupten. Deswegen eine riesige Motorradgruppe erstmal vor uns. Alex, die kleine Süßmaus hinter mir, die passt auf uns auf, weil wir, Benni und ich haben jetzt gerade keinen Sehner mehr. Aber es wird schon laufen, war? Es wird schon laufen hier. Jetzt passt es. Jetzt passt es. Oh, ja, hallo. Ich bin wieder da. Der Gast ist da. Bist du temporär mit dabei, oder? Ja, genau. Ich bin so der ein paar Mal vorbeischaut und ab und zu mal prüft, ob es euch gut geht. Und dann wieder einfach rausgeschmissen wird. Ja, genau. Oder nicht. Ja, der Stargast, der muss halt ab und zu vorbeikommen, aber er kann auch nicht ewig bleiben. Genau, so ist es. Man kommt als Fremder und geht als Freund. Irgendwie habe ich gleich viel bessere Laune, wenn man hier nicht im Regen fährt. Ich weiß auch nicht. Ja, irgendwie ganz komisch manchmal passiert. Oh, sie biegen irgendwo ab. Patrick ist zurück, ich hab's wieder geschafft! El Padre! Ich hatte gerade irgendwie kurz einen Ausraster wegen der Fahrweise von denen da vorne, aber sonst ist alles besser. Hast du gesehen, wie langweilig dem Guide da vorne ist? Ja. Wenn man die Füße plötzlich vorn Licht hat. Ja. Ich will doch nur vorbei! vorbei! Ja!
Aber könnt ihr nicht außerhalb von den Kurven scheißen, liebe Kühe? Oh, hallo. Hallo, kleine Küchen. Hallo, hallo. Und würde ich gerne mitnehmen. Boah. Hey, Schatz, da bist du runter. Oh ja, das ist so ernst. Unglaublich geil. Ja, leck. Digga. Geht's aber schnell, kleine Maus. Oha. See the crystal raindrops fall and the music of it all when the sun goes shining through to make the spring rolls in my mind and I think of you sometime. I'm gonna spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. Alter, gehört eines Tages dir, mein Sohn. Echt? Wie dann? Das geweihte Land, aber hinter Schattenland darfst du nicht gehen. Dort sind die Radfahrer am Berg. Kehre, kehre, kehre. Da, 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 da. Oh, das nächste Gatter in der Kurve. Ja, wunderbar. Total geil. Weine. Oh ja, oh ja.